Okay. Was zur Hölle haben Sie da gefunden? Ja, das, was wir gerade auch gefunden haben. Scheiße, von wo kommen wir? Wir sollten nicht hier sein. Braucht Deckung. Scheiße, was war hier? Ach, egal. Egal. Lass dich nicht irre machen. Ach so. Ach, das war eine Sackgasse, oder wie? Ah, okay. Gut aufpassen. Vielleicht ist er nicht allein. Nein, schneller! Joey braucht uns jetzt! Beeilen wir uns! Joey, bist du das? Er hat recht. Langsam weitergehen. Solange wir nicht wissen, ob unsere Kamerad drin ist, brauchen wir nichts riskieren, oder? Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier, Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da, over. Oh nein. Du tust genau, was ich sage, oder bei Gott, ich verfüttere dich an das Ding. Sie reagieren wie
Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Flock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Superman. Nach dir, Superman. Tust du nicht, was ich sage, bringt dich das Ding um. Oder ich. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Ja. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Utban, Lieutenant. Iraker Armee.
Seht, sehe ich. Shukran, Yahui. Hier ist Mailman 2-1 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Ja, hoffen wir es mal. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt lade mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Oh shit. So schnell wurde aus Freund Feind. Oh fuck. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir müssen zum Tempel zurück. Das war kacke. Also nee, schieß mal hey. Der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stahlquadrat neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Oh, noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Oh, mach mal nichts sagen, keine Ahnung. Komm schon. Was soll ich darauf antworten? Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Oh, ist das heiß, Digga. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Ja, nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr, niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere.
Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Ach, den Ort kennen wir ja. So nah war ich der Hölle noch nie. Und den kennen wir nicht. Der Gestank des Todes. Und überall lagen unleserlich. Über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass hier unter Waffen, nachdem ausgeraubt worden, diese unglückseligen Wanderer tun mir leid, die Angst, die sie unleserlich, doch das war nicht anders, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches unleserlich. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser eröffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht, aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Also ich nenne das Ding jetzt einfach mal Vampir, dann muss ich nicht immer das unleserlich schreiben, beziehungsweise sagen. Ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Befehlend vorsichtig. Einer muss es übernehmen. Befehlend.
Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Oder irgendeiner muss es ja übernehmen. Den Ton angeben. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um mich durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ah, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason?